Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge City Skylines. Terrible. Und zwar haben wir jetzt mehrere Kreisverkehre. Und darum dachte ich mir, also so leer bleiben die im Grunde genommen eigentlich nie. Sondern da steht immer irgendwas drin. Und das machen wir heute, dachte ich mir. So, dazu. Jetzt erstmal hier die Stromleitung umlegen, damit die nicht im Weg ist, wenn wir hier rum friemeln. Und was auch noch ein Problem ist, hier ist ein Waldbrand. Allerdings regnet es gerade. Möglicherweise geht das von alleine aus, aber da wir da nicht unbedingt drauf hoffen wollen, also hoffen müssen wollen. Ja, ich wollte hier gerade Löschhubschrauberdepot hinsetzen, aber die können wir noch nicht bauen. Dazu brauchen wir noch 200 Leute mehr. Das ist ein bisschen blöd. Naja, kümmern wir uns erstmal um diese Kreisverkehre. Und zwar dachte ich mir, also zuerst mal kann man hier ein wenig... Ah! Ja, nee, das ist blöd. Warte mal. Ach so, Pinselgröße, gut. Ah, das ist zu groß. Oh, ne, immer noch zu groß. Oh Mann. Pinselstärke machen wir ein bisschen runter. So. Und dann suchen wir uns hier irgendwo schön in der Mitte. Hier zum Beispiel. Die Höhe hier raus und machen das alles wieder. Oh, das war verkehrt hier. So, so ist besser. So, machen wir das alles ein bisschen höher und dann wird das Ganze so noch ein bisschen. So schon wieder zu. Blub. So. So, machen wir das mal so hoch. Guti. Und dann brauchen wir einen etwas kleineren Pinsel und eine kleine geringere Pinselstärke, um das Ganze ein bisschen zu erodieren, damit das natürlicher aussieht. So. Gut. So. Dann könnte man hier zum Beispiel ein paar Steine drauf tun. Aber das ist ja mitten in der Stadt. Vielleicht ist das hier besser, wenn man hier so eine kleine Statue drauf tut. Aber das wird wahrscheinlich... Wo haben wir die Props? Hier sind hier Statuen. Ist ein bisschen klein. Ich fürchte, die ganzen größeren, die müssen wir uns anderweitig kümmern. Aber was wir machen können, ist hier... Ah, stopp. Das sind hier von der Mitte aus. Machen wir hier Poller, damit die Leute nicht rüberfahren können. Das ist nicht die Mitte. Das müsste die Mitte sein. Das... ist schon besser. Aber auch noch immer noch nicht gut. So, hier, sagen wir mal. So. Jetzt haben wir hier schon mal überall Poller drumrum. Was das Ganze erschwert, wenn hier die Leute über die Kreuzung fahren möchten. Dann haben wir hier verschiedene Statuen, die allerdings alle ein bisschen klein sind. Das passt eher so auf kleinere, wie sagt man, Kreisverkehre. Auf diesen hier,
Das will nicht so recht passen. Also nehmen wir dann doch die Steine. Hier ein bisschen Vegetation draufhauen noch. So. Oh. So, dann hier vielleicht noch ein paar Bäume, obwohl erstmal irgendein Stein kommt hier hin. Und so vielleicht, der ist zu groß. Der ist zu groß. Das sieht doch genau richtig aus. So, dann fahrt mal da über die Kreuzung, wo der Kreisverkehr ist. Das möchte ich sehen. So. So. Vielleicht ein paar kleinere Bäume noch. Er ist auch nicht wirklich kleiner. So. Und den machen wir mal den. Ja, ne, müssen nicht aus jedem Kreisverkehr einen Regen machen hier. So. Die sind alle unbelegt. Okay. So, achso, das ist. Das sind so Bodenbelege. Müssen wir hier die Mitte festlegen, damit wir nicht wieder suchen müssen. Das machen wir mal so. Gut. Dann können wir die drei wegnehmen. Und dann können wir jetzt so einen anderen Poller nehmen, sagen wir mal den hier. Dann wissen wir, hier ist die Mitte. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Was? Noch ein Stückchen hier hin. So. Gut. Wir hier wieder die Poller. Also mit den Statuen, hier könnte man welche hinstellen, aber wie gesagt, das lohnt nicht wirklich, weil die Kreisverkehre sind zu. Zu groß dafür. Hier könnte man vielleicht so ein Stonehenge reinbauen, so quasi. Allerdings, dafür müssten wir auch das Terrain wieder ein bisschen erhöhen. Weil ich habe mir sagen lassen, es ist gut, wenn man die andere Seite des Kreisverkehrs nicht einsehen kann. Ach je. Machen wir mal hier. So, also machen wir das mal und dann hier oben so ein Hinge drauf.
So. Steine am Rand so mal jeweils hinlegen. So. Vielleicht mal einen großen. So. Machen wir hier mal drei große hin. So. Nur damit die Leute nicht ungebremst in die Stadt reinfahren und am Ende hier oben landen. So, und dann die Hennstinger. Altar. Und hier machen wir noch zwei solche hin. So, schon haben wir ein Stonehenge im Kreisverkehr. Nicht unbedingt, ich meine, nicht unbedingt was hier tatsächlich so rumliegt in Nordfriesland, aber wir haben Hünengräber. Ist auch was. Ja. Dann brauchen wir auch wieder so ein bisschen Gestrüpp hier. Das Ganze einigermaßen aussieht. Sagen wir mal, da drin wächst nichts. Außer vielleicht Blumen oder so, aber da müssen wir nachher nochmal gucken, wo wir die finden. So. Gucken wir mal, was wir hier runtergeladen haben. So, hier so ein paar magisch aussehende violette Büsche. Und so ein bisschen Grasfarne hier oder was das ist. Oh ja, sehr gut. Hier ein bisschen höheres Gras. Ich hoffe nur, dass mir nicht irgendwann die maximale Anzahl an Assets ausgeht hier. Hat, oh meine Güte, der Waldbrand ist immer noch zu sehen. Dabei regnet es. Warum geht das nicht aus hier? Ich meine, hier ist Gott sei Dank nicht so schossig viel, was brennen kann. Bis auf hier der eine Turm, aber der scheint noch heil zu sein. Der scheint aber noch ganz andere Sachen überlebt. Ist gut, dass hier das Zeltlager nicht abbrennt. Ja, hier, die beiden sind auch noch da, sehr gut. Gut, so viel zu den beiden Kreisverkehren. Und jetzt gucken wir mal, wie wir uns um diese Leute hier kümmern. Beziehungsweise um diese Betriebe, die noch keine Leute genug haben hier. Also hier sind, das Merkwürdige ist, diese Betriebe suchen Mitarbeiter, aber ich habe einen extremen Bedarf an Gewerbegebieten. Naja, extremen Bedarf, mittleren Bedarf, sagen wir mal. Und das ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Was wir machen können, ist hier die Steuern ein bisschen hochstellen. Das drückt den Bedarf ein bisschen. Ja. Und wir kommen ganz nebenbei auch wieder an positive Zahlen. Vielleicht, wenn wir hier noch ein Stück Park hinbauen, vielleicht ist hier zu wenig Park. Es geht eigentlich. Wenn wir hier nicht, ich habe so viele Statuen runtergeladen, haben wir hier nicht irgendwie Franz Schubert Statue zum Beispiel? Oder hier, was ist das? Ein Buddha Park. Stonehenge
Statue of Modern Asian Woman. Auch zu klein. Können wir hier hinstellen. Ist genau Platz. Dann hier so ein Jesus. Den könnten wir hier in den Stonehenge stellen. Der Stonehenge Jesus. Aber lassen wir es mal. Was haben wir hier? Hier haben wir Mausoleen und noch ein Mausoleum und ein drittes Mausoleum. Und eine Athena-Statue. Mal gucken, ob die hier noch irgendwo hinpasst. Hier ist ja auch immer noch nicht genug. Das ist ein einer Feld nur. Ort ist bereits belegt. Deichgrafenweg. Für nix Platz hier. Oh, hier ist Platz. Ist die Frage, ob die Leute das erreichen, weil es ist keine direkte Verbindung zur Straße. Aber so wie das aussieht, braucht es keine direkte Verbindung zur Straße, dieser kleine Obstgarten oder was das ist. Und es passt sehr gut ins Konzept hier von der grünen Gegend. Die sind immer noch alle. Vielleicht brauche ich hier einfach auch normale Läden. Vielleicht reicht das nicht, wenn ich nur die Bioläden hier habe. Vielleicht ist das das Problem. Ist scheinbar nicht das Problem. Obwohl hier wächst ein ruhiger Eckladen. Was wir machen können, ist, wir können das hier mit... Erstmal brauchen die Post die Leute. Das habe ich, glaube ich, ziemlich vergessen hier. Obwohl... Nee, da ist schon eine Post, oder? Ist das eine Post hier? Nee, das ist eine Feuerwehr. Okay. Dann kriegen die Leute eine Post, weil hier ist scheinbar noch keine. Hier hin. Ja, hier war noch keine Post. Gut, dann haben wir hier eine Post. Also, wenn euch das auch nicht hilft, dann weiß ich bald nicht mehr, was los ist. Die können wir immer noch nicht machen. Was brauchen wir dafür? 4600, okay. Aber wir haben hier eine... Ups, haben wir hier nicht so ein Cobblestone? Nee, das ist kein Cobblestone. Und irgendwo eine. Hier hatten wir eine Cobblestone. So, die können wir hier durchziehen. Zack. Und hier. Und hier. So. Das ist jetzt eine Straße, die können zwar Autos benutzen, aber halt auch Fußgänger. Das ist halt sowas wie eine Fußgängerzone hier. Durch die Autos in Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. So, dann machen wir hier einfach weiter, als wäre nichts gewesen, und hoffen, dass früher oder später hier tatsächlich auch Leute kommen und hier Läden bauen, wo Sachen passieren. So. Und dann wollten wir, südlich von Alcazum, wollten wir unsere große industrielle Farm aufziehen. Wir haben ein bisschen Bedarf an, wie sagt man, an Industrie, aber nicht so scheußlich viel. Aber für ein Level 1 Gebiet wird der Bedarf wohl ausreichen. Darum machen wir hier mal vergleichsweise scharfe Kurve hier hin. Und dann weiter hier runter. So, dann kommt hier das Farmgebiet hin, das wir abgrenzen müssen, am besten mit einer Dirt Road. Ich meine, das, was bräuchte man nicht machen, das mit einer Straße abgrenzen, aber ich weiß immer gerne, wo das anfängt und wo es aufhört. Und das ist immer relativ schwierig, weil man die Bezirke immer nicht so sieht. So.
So, wenn wir das jetzt wirklich nordfriesisch machen würden, dann hätten wir quasi so ein riesiges Farmgebiet, wo in der Mitte ein kleines Wohnhaus drin ist, wo die Leute drin wohnen, die Landwirte. Aber ich weiß nicht, ob das hier so funktioniert. Also ist das jetzt erstmal so, dass hier die Leute wohnen und hier die Felder bestellen. So. Die wir dann auch markieren müssen als solche. Das ist alles wunderbar fruchtbarste Gegend. Hier drüben kann man Erz abbauen. Ist auch eine Möglichkeit. Pinienindustrien. Okay, wie heißt die Straße hier? Laurine-Hansenweg. Das ist die Lüttmarsch. Das nennen wir dann natürlich. Ah ne, erstmal müssen wir hier das Hauptgebäude hinsetzen. So, plopp. Dadurch werden neue Gebäude freigeschaltet. Und das wird jetzt Hof Lüttmarsch. So. Ba, 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 ba. Das Feuer brennt immer noch. Ist ja furchtbar. Guti. Ja, dann brauchen wir hier Wasser und Strom. Wasser haben wir noch genug. Allerdings können wir für den Strom, könnten wir einfach wieder hier zwischen den beiden Gebieten, da können wir sowieso keine Wohnung hinbauen, sonst sind die Leute von dem Lärm, fühlen sie sich belästigt dann. Darum können wir hier einfach ein paar Solarpaneele hinbauen, drei Stück. Und daraus machen wir wieder so eine kleine Solarfarm. Das ist dezentrale Energiegewinnung. So. Okay, das reicht erstmal. Jetzt ist es dunkel. Warte mal, ich schalte mal eben die Nacht aus. Wo macht man das? Gameplay. Im Tag-Nacht-Zyklus benutzen. So. Okay. Was wir als erstes hier brauchen, sind so, ach je. Das lassen wir mal für die administrativen Gebäude, diese Straße hier und die nächste Straße, da kommen dann die Felder hin. Ist die Frage, ob wir das hier abschließen sollen oder nicht. Ich bin mir da selber nie sicher. Aber wir bauen jetzt erstmal hier ein paar Felder hin. So. Bisschen Obst auch noch. So, dann brauchen wir so, hier einen Weg und hier einen Weg. Hier Leute durch können. Hier machen wir dann auch gleich welche, aber erstmal müssen wir einstellen, was hier angebaut werden soll. Mais, Mais, Mais. Hier machen wir Kartoffeln. Kartoffeln. Hier machen wir Weizen. Weizen. Und hier machen wir Baumwolle und Baumwolle. So. Und hier Orangen, Äpfel. Geschäftige Kleinstadt, siehst du, da haben wir es. Treibhaus und Orangen. Reicht. So, das sind unsere, wie sagt man, Primärerzeugnisse hier. Aber das nervt mich doch ein bisschen, dass die Felder nicht
direkt anschließend sind. Okay. Jetzt auch noch so ein Durchgang. Können wir auch noch ein bisschen schließen hier, damit das ordentlicher aussieht. So. So, dann, wenn jetzt langsam die ersten Ernten hier eingefahren werden. Warte mal, wir machen, lassen hier mal ein bisschen Platz, damit wir vielleicht auf der anderen Seite noch weitere Felder bauen können. Dann können wir hier ein bisschen Vieh hintun. So, das reicht. Machen wir Kühe. Hochlandrind. Schafe. Und Schweine. Alleine wegen der Diversifizität. So, und dann geht's hier weiter. Mit haben wir noch nicht. Okay. Warte mal, die kommen hierher. Dann können wir hier mal eine kleine müssen wir eigentlich hier unten machen, ne? Ja. Geht aber nicht. Wenn wir das da unten machen, dann haben wir nachher keinen Platz für die weiteren Administrativgebäude. Machen wir es mal hier. Und zwar packen wir hier so ein paar Getreidesilos hin. So, das reicht. Und dann brauchen wir sonst noch irgendwas? Hier Lagerhäuser gibt es, aber Fabriken können wir noch nicht bauen. Also lassen wir das. So, das ist jetzt soweit unser Hof. Mal gucken, wo die Traktoren hinfahren mit den Gütern. Ah! So, das sieht doch alles schon mal ganz schön aus hier. Ampel ist grün, sehr schön. Gar nicht so geplagt aus hier die Ladenzeile. Da kommt der Stonehenge-Kreisverkehr. Ist doch richtig gut geworden. Finde ich schön. Oh, der will gar nicht raus aus der Stadt, sondern er fährt. Hier ist noch viel zu wenig los hier in der Gegend. Hier könnte überall noch irgendwas stehen. Fährt hier in die Stadt rein. Ist das Luftverschmutzung oder ist das Nebel? Zum zweiten Kreisverkehr. Okay. Das ist ein großer Stein. Oh, das ist gar nicht der zweite Kreisverkehr. Das ist der Findling, der da schon lag. Okay. Und die alte Fabrik, die wir umgesetzt haben. Hier zum anderen. Ah, ich weiß, wo er hin will. Der will hier die ins Lagerhaus bringen. Oder?
Naja, hier hat er auf jeden Fall Lagerhäuser, habe ich gar nicht, sehe ich gerade. Okay, was macht er denn hier? Müll wird nicht abgeholt, okay. Dann könnten wir hier auch noch eine kleine Müllabfuhr bauen, aber die geht dann zur anderen Seite raus, weil wir nicht wollen, dass die Leute das ekelig finden. So, nehmen wir mal hier so eine Dingsstraße. So. Ja, Müll ist auch ein bisschen. Hoppala. Ah, jetzt kann ich Getreidemühle, Bäckerei und die Landarbeiterunterkünfte bauen. Sehr gut. Aber erstmal brauchen wir noch ein paar Recyclingzentren. Und eine Müllhalde, nur zur Sicherheit. So. So, habt ihr Wasser? Nein, natürlich nicht. Und auch kein Strom. Strom ist das geringste Problem. So. Gut, dann bauen wir jetzt noch mal schnell die Fabriken, die wir können. Die kleine Scheune, landwirtschaftliche Produkte. Die können wir hier noch hinbauen, oder? Nee, hier. So, zwei reichen. Genau, hier waren die Fabriken. Jetzt einmal die Bäckerei, die kommt hier hinten hin. Und dazu brauchen wir natürlich die Mühle auch, aber die war, glaube ich, hier noch weiter hinten. Hier, Getreidemühle, ja. Können wir vielleicht hier hinpacken und machen dann gleich zwei davon. So. Das wird auch verbunden. So, jetzt werden. Wird der Weizen hier hergestellt, kommt in die Mühlen, wird gemahlen und daraus wird dann Brot gebacken. Und diese Gegend ist immer noch ziemlich. Was ist hier das Problem? Ich verstehe das Problem nicht. Da wohnen Leute, da ist alles. Sind die Leute zu gebildet vielleicht? Wollen die hier nicht arbeiten? Aber das sind Ökoshops, also ich verstehe das nicht. Nicht genügend Arbeiter. Gebäude in gering besiedelten Gewerbegebiet. Mal gucken. Verfügbar Strom. Beschäftigung in Prozent. 96% sind beschäftigt. Dann würde ich sagen, müssen wir Alcazar ein bisschen größer machen, wa? Hilft dann ja nichts. Müssen wir hier anbauen. Ach je. Und vielleicht entweder einen Friedhof oder ein Krematorium hier noch hinstellen. Aber jetzt haben wir Fahrradwege. Das ist ein Game Changer. Jetzt können wir überall Fahrradwege hinbauen. Damit die Leute mit Fahrrädern fahren und nicht mit Autos. Ha. Jetzt gehen wir mal so längs. So. Gut. So.
Ach ja, ich wollte noch einen Friedhof oder sowas hier hinbauen. Hier könnte man einen Friedhof hinbauen. So. Zack, Friedhof. Dann können Sie den vielleicht auch mal abholen hier. Ich weiß immer noch nicht, was hier das Problem ist. Witzum ist auch noch ziemlich klein, fällt mir gerade auf. Könnte man auch vielleicht noch ein bisschen was anbauen. Also die Verkehrsflüssigkeit ist super übrigens. So, wir sind schon wieder über die Zeit, wie das immer so passiert hier, wenn man am Daddeln ist. Gerade mit diesen Feinheiten hier, wie den lustigen Kreisverkehren und so. Mittlerweile ist das Feuer auch von alleine ausgegangen hier. Aber was wir noch machen, bevor ich mich wieder verabschiede zum nächsten Mal, ist hier diese Dingsringe bauen hier den. Ach, das ist gar keine Straße, das ist Fußweg. Okay, so. So, Le Schubschrauber Depot. Die können dann hier gerne. Warte mal, hier kann ich. Das kann ich hier durchleiten. Das gefällt den Leuten zwar nicht, weil jetzt hier eine Straße rüber geht. Aber dann kann ich hier über diesen Fußweg rüber. So zum Beispiel. Straße hier reinleiten. Und dann kann man hier auch längs fahren. So, wo haben wir das Upgrade-Tool? Und dann machen wir hier überall Straße mit Radweg hin. Die kann man nicht upgraden, ne? Nee. So. Oh, was ist hier jetzt schon wieder los? Irgendwas ist hier jetzt. Das wird sich einrütteln, oder? Ach, hier ist eine Bushaltestelle, okay. Ja, wenn man Wege an der Bushaltestelle baut, das irritiert gerne. Das irritiert gerne die AI, bis der Bus dann da ist. So, da wir jetzt die ganzen Parkplätze hier weggemacht haben, brauchen wir natürlich wieder einen Parkplatz, den wir hier finden. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Da, so ein. Ja, bauen wir das dann halt. Parkplatz da, hier. So, Riesenparkplatz. Gudi! Noch parkt da keiner, aber das kriegen wir schon noch hin. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt den Like-Button, subscribt und schreibt vielleicht einen Kommentar, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.